Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, bevor wir hier die Hackestation weiter lang machen, haben wir hier noch eine Geheimnishöhle, wo uns bestimmt eine Truhe mit wunderbaren Schätzen erwarten wird. Aber vorher, natürlich, einen Fähigkeitspunkt können wir noch hier verballern. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie, wo, was hier, ne? Das können ja wiederfindende Pfeile. Das könnten wir eigentlich auch mal machen, weil wir schießen ja schon sehr häufig mit dem Pfeil und Bogen. Und dann haben wir den Punkt nämlich auch mal weg und können das dann besser, glaube ich, mal einsetzen. Und natürlich Ausrüstung. So, ich weiß nicht, was sie immer sagen mit Modifikation. Ne, da steht ja immer ganz viel Modifikation. Aber wir können ja nichts modifizieren, weil wir haben ja das schon alles. Außer, natürlich, hier, die Schrot. Das Schrotgewehr, wie manche sagen würden. Das können wir jetzt noch eh mal. Aber wir haben ja immer noch so viele Punkte. Aber wie ihr seht, wir sind einfach viel zu krass schon. Wir haben alles. Wir haben alles. Deswegen weiß ich gar nicht jetzt, wohin jetzt noch damit. Also gehen wir einfach mal aus Spaß und Jux und Dollerei hier rein. Und gucken mal, was wir jetzt hier für ein geiles Rätsel haben. Ne? Die letzten Rätsel waren ja immer sehr, ja, schon lustig. Da haben sie echt ein Geocaching versteckt. Die kleinen Schweine. Ich hab's doch gerade noch blitzen gesehen. Ne, das letzte, also die letzten waren eigentlich ziemlich immer alle cool, ne? Besonders die Atmosphäre fand ich geil, weil das so teilweise geile Paläste oder Höhlen waren, ne? Oder einfach so ein abgerissener Schuppen der geilen Freude. Eigentlich müsste die Fackel jetzt. Oh, shit. Wie sollen wir denn am Ende rauskommen hier? Ey, da hat die aber gut Talent, dass die sich so schnell katzenmäßig, reflexartig umdrehen kann und sich dann auch festhält. Und diesmal musste gar nichts drücken, Gott sei Dank. Weil ich hätte jetzt so gepennt, ehrlich gesagt. Da hätte ich jetzt einfach. Boah, da wäre die Lara, aber die hätte doof geguckt, ey, wa? Nur weil ich penne. So. Ja. Gucken wir erstmal, was hier so ist, weil ich weiß ja eh nicht, wo lang. Jeder Weg könnte falsch sein. Ich weiß auch gar nicht. Geht's jetzt hier wieder raus oder was? Also. Wenn ich den Weg jetzt gehe, geht's dann nur wieder zurück oder was? Ja, weiß nicht, ich gehe hier einfach mal hin. Instinktiv würde ich sagen, das ist der Ausgang. So ein bisschen, wenn ich die Karte richtig deute. Ach, leck mich. Nö. Das mache ich jetzt nicht. Entschuldigung. An den Töpfer der Dynastie vor Jahrmillionen anscheinend. Ich weiß gar nicht, wie alt sind die denn? Eigentlich vor 4000, 5000 Jahren hat ja noch nie einer erzählt. Ja, wir hopsen hier erstmal ein bisschen rüber und gucken dann mal gleich, was das hier los ist. Ich hoffe bloß nicht, dass wir hier jetzt wieder irgendwo hinrutschen. Und besonders, das Miese ist ja, dadurch, wir haben ja die Samurai schon längst gesehen, ne? Also vor ein paar Folgen, da kamen die ja auf einmal. Eigentlich vor der Barackenstadt. Alter, was mit ihr? Chill mal eine Runde. Boah. Trink mal einen Baldrian-Tee. Ich habe mich übelst erschrocken. Nee, aber da waren ja diese komischen Samurai oder diese Krieger. Und ganz ehrlich. Alter, ich bin schon wieder auf 180. Die müssen ja auch noch kommen, ne? Und auf die habe ich ja mal richtig Bock. Kammer des Gerichts. Oh. So eine Art Werkstatt. Ja. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Ja. Toll. Was zum Springen! Schön! Freut mich. Finde ich gut. Ach ja, so ein Lagerfeuer wäre ja auch was Schönes, ne? Ach nee, jetzt muss ich schon wieder irgendwo hochschmeißen, ja? So. Ich muss erstmal gucken. Wir haben dann Gong. Ich guck mir. Ach Quatsch. Wir gucken erstmal um. Wir können da hochklettern, wenn wir rankommen würden, glaube ich. Wir kommen da nicht so ran. Wir haben dann Gong. Und wir haben hier. Ah, okay. Was soll das denn werden? Okay, bleibt das so? Okay. Moment. Ich habe ja so eine Idee, da das hier erstmal. Oh, da müssen wir aber jetzt hier. Müssen wir aber jetzt hier gemeinsam erstmal gucken. Okay, da müssen wir auf jeden Fall ein paar Mal reinhacken. Aber wie kommen wir da hin? Weil da komme ich ja. Also auf jeden Fall zwei. Oh, nee, das wäre nicht so gut. Wenn da Kerosin drin ist, ist das echt beschissen. Oh, Mädchen, du kannst ja wirklich nicht weit werfen. Gut.
Und ich wette, von irgendwo müssen wir voll runterspringen und dann geht's hier richtig ab, zerab. So, was ist denn, wenn ich den hier andonge? Wo können wir dich denn hinschwingen? Okay, jetzt Brandy und dann? Brandy. Oh, wozu? Da ist ein Reifen dran. Mhm. Die Regale sehen brüchig aus. Etwas mehr Gewicht müsste ihnen den Rest geben. Die Regale? Welche Regale, du? Ach so, die. Ah, okay. Ja, ja. Wo ist denn hier mein... Okay, den haben wir schon mal verstanden. Ja, aber ich bin ja ohne blöd, ne? Also. So. Ach, nö, leck mich. Ich hab das so schön gemacht hier. Und besonders, ich dachte wirklich, dass das anders ist, ne? Aber ihr wahrscheinlich eventuell auch. Haben wir nie gesehen. Okay. Aus zwei werden mehr. Boah. Oh, ich hab voll... Ja, ich hab's mitgekriegt. Mann. Ich hab aber jetzt auch Talent hier. Aber es muss ja auch zum Charakter passen, ne? So. Gut. Die Regale sehen brüchig aus. Etwas mehr Gewicht müsste ihnen den Rest geben. Hier ist auch noch so ein Regal, wa? Oder? Aber ich kann doch... Hä? Wenn ich letztendlich hier hoch kann, wir können die ja erstmal so probieren. Es gibt ja auch nicht mehr hier irgendwie, ne? Wäre ja auch nicht zu viel. Ey, wo ist der? Ich habe da einen draufgeschmissen. Ach, das schaffst du, oder was? Wo ist denn der eine Kanne? Ach, da, hinter ihr geflogen. Okay. Das schafft er nicht. Aber warum nicht? Okay. Ich weiß ja nicht, was denn passiert. Genau. Okay, da ist eine Leiter auf jeden Fall. Sonst so, das sieht ja alle ziemlich stabil aus. Und da noch ein Regal. Aber da ist ja eine Strafe, da ist nur so ein Balken oder so. Ah, Moment, warte mal. Ich bin ja mal wieder richtig geisterfrei. Können wir das ja erstmal da hinten kaputt machen, ne? Alter, okay. Und jetzt? Was haben wir denn jetzt gewonnen? Warum haben wir das jetzt hier hinten kaputt gemacht? Aber wozu? Also da waren immer Beine und irgendwelche Laken drin. So, und wenn ich jetzt wüsste, wie ich einfach nur hier hochrenne. Ach, das schafft die doch ja nicht. Da muss die ja richtig Herkuline sein. Und sonst so leuchtet die aber ohne. Das ist ja nur ein Dritter. Oh, doch.
Oder musste man, aber hätte ich jetzt nicht so gedacht. Naja, okay. Man muss ja auch so ein bisschen mal vertrauen, dass das halt so klappt. Und alle hoppa. Naja. Das ist easy. Haben wir das jetzt schon? All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Oh ja. Ich finde nur gemein, dass wir das halt hier vorkundschaften. Und denn jeder Trottel danach. Weil wir nehmen uns ja immer nichts raus aus der Kiste. Hier, das ist ja mal alles voller Gold. Und sie macht immer so, oh ja, so ein Ohrstecker. Und sie tut ja auch immer so richtig geil, ne? Und dann? Nischt. Wow. Ja, aber einen Fähigkeitenpunkt haben wir, ne? Und wir kriegen natürlich auch Handfeuerwaffe. Gut, das ist auch schon mal gut. So, Belohnung ansehen. Oh Gott, nein, ich will nicht ganz zurück. Aber ich muss es. Wir müssen noch zwei machen. Wir müssen einfach zwei machen. Was ist denn das hier immer mit der Schatzkarte? Ich will die haben. Ah, die Schatzkarte ist doch das hier, ne? Nee. Ja, das ist die Schatz. Okay. Ich wollte es nur mal kontrollieren, da, aber der bringt mir immer durcheinander, dass der Kopf immer so ein bisschen anders steht. Oh. Oh. Ja, wahrscheinlich springe ich da rein. Ja, ja, na klar. Warum denn nicht? Nö. Ich springe auch immer in sowas rein. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit mache. Ich bin so auch so mehr oder weniger eigentlich so eine Stange an der Hauswand. Und dann so Ghostbuster-mäßig, ne, wenn dann der Anruf kommt, so, ey, pass mal auf, Sioni, Arbeit ruft, ne. Du musst mal wieder, ich bin Handwerker, du musst mal wieder auf die Baustelle. Dann schwinge ich mich da hier konsexuell in meinen Pelzanzug auf so ein Ding ruf. Und sag dann, jo Chef, kannst du das nicht alleine machen? Aber so ungefähr gehe ich zur Arbeit. Nur für Leute, die das total interessiert. Jetzt wisst ihr das, wie mein Morgen aussieht. Oh Gott, ich springe einfach. Ich hab's ja gar nicht gesehen, ey. Warum macht sie denn auf einmal so einen Kinderhops? Karte aktualisieren. Aktualisieren. Aber wir haben eigentlich nur noch die beiden, ne? Also das ist wirklich straight aus der Höhle raus. Und dann geradezu. Da müssen wir wirklich mal gucken. Weil ich sag mal, die Zeit haben wir nicht mehr, aber die nehmen wir uns. Ich weiß. Aber ich würde das einfach haben. Geocaching fand ich immer langweilig. So persönlich eben halt. Komm ich nicht so ran, ist nicht mein Ding, ne? Jeder, der macht, coole Sache, ne? Man ist in der Natur. Vielleicht ab und zu könnte man ja auch noch Greta treffen, ne? Und mit der dann so ein Stück Rasen essen oder sowas, ne? Ist alles total geil. Aber für mich ist es jetzt nichts. Okay. Okay. Wo lang muss ich denn? Hier lang? Ja. Okay, da unten irgendwo. Da ist ja was. Ich sehe es jetzt. Wie komme ich denn dahin? Ich will dahin. Kannst du nicht hier? Alter Schwede. Und so schräg rüber. Ich bin wahnsinnig. Wahnsinnig. Ich weiß noch nicht mal, wie ich wieder wegkomme, aber ist mir auch total wurscht, ey. Hauptsache. Bam! Ich habe diesen Weg jetzt. Wow. Ich dachte, ich bin schon hier. Hä? Hier soll. Ach nee. Was? Da ist es. Ihr Schweine. Wieder ein Busch gelegt, ey. Wir legen sofort immer einen Busch. So, ein bisschen jetzt nach da. Noch ein bisschen weiter. Da ist es. Ich sehe schon. Ja, ja. Gib es mir. Ja, seht ihr, Freunde, danach. Das ging doch richtig schnell. Geil. Wieder ready. Bam. Einfach nur so, weil wir es können. Jetzt ist natürlich noch die geilste Frage überhaupt. Bam. Wie kommen wir denn eigentlich wieder zurück? Weil wir müssen ja da nach oben. Ich weiß jetzt so nicht, ehrlich gesagt. Ah, wir sind ja jetzt auch auf dem Anfangshäuschen, wo ich immer schon mal hin wollte. Also auf jeden Fall kommen wir hier irgendwie nach oben. Ach, wir sind ja auch denn da. Cool. Oh Gott sei Dank, ey. Was sie will manchmal einfach nicht. Ich weiß, sie will nicht auf mich hören. Da bin ich immer ein bisschen aggressiv. Wenn sie das nicht möchte. So. Ja, und dann können wir ja da auch damit fahren. Hier.
Alle einsteigen bitte. Wo ist denn die Abfahrt? Da ist die Abfahrt. Und auf geht's. Alter, ich habe ja so ein bisschen Angst, ne, dass jetzt hier drüben das gleich richtig abgeht. Grim, bist du da? Nee. Oh nein. Aber wo kommen die denn her? Wir sehen doch gar keinen. Da. Okay. Kopfschusskiller. 27 ist echt ein bisschen wenig. Ah, ich muss mir das aufheben, war. Ich muss mit Pfeil und Bogen. Ich muss das ja machen. Weil. Ja. Wer denn? Arsch. Oh Mann. Ah, mich juckt das hier. Was macht ihr denn für eine Partystimmung? Ah, so eine Drecksau. Kleine Ratte. Einer lebt doch noch? Ach so. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Die Waffe weg! Nein! Oder ihr Freund ist tot! Ja, nein. Verdammt, tu's nicht! Oh. Okay. Das macht mir nichts, okay. Mann, denn ich bin aus Glasgow. Tritt sie den Abgrund runter! Wochenlang. Grim! Ja, 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 ja. Wochenlang sind wir diesen verdammten Palast. Ich muss zu dem Palast. Diesen verdammten Turm da am Acklim. Wochenlang. Also für euch, ich spiele das ja ein paar Stunden. Aber das ist. Und der macht ja so ein Keck. Ist doch scheiße, ist doch. Mann, Mann, Mann. So, wir sammeln erstmal alles ein, was unseres ist. Und danach geben wir alles aus, was unseres ist, weil wir dazu können. So, hier haben wir auf jeden Fall noch richtig Muni. Außer Ditte, da können wir nicht mehr. Achso, die müssen wir auch noch. Zack, zack. Aber den haben wir schon eingesammelt. Ja, nee, mehr wollen wir gar nicht. So, und dann müssen wir irgendwie da rüber. Und das am besten von hier irgend so ein Tor. Sollen wir das denn machen? Hier ranspringen? Okay. Alles klar. Und dann rüber.
Oh Mann, ey. Ich hoffe, wir können jetzt hier noch so ein bisschen schlachten. Am besten sind die Mastentypen. Oder es sieht immer so aus. Die haben ja Sprengstoff überall, ne? Aber die sehen eben aus wie Maskenfreaks. Boah. Ne, so allzu wenig habe ich gar nicht gemacht, ne? Schon ein bisschen was umgetötet hier. Ganz cool. So, haben wir sonst irgendwas Spannendes hier noch? Nö, wa? So, dann hier ab mal hoch. Oh. Rutschen hier ab, Mädchen. Mädchen. So, ich weiß ja nicht, wo wollen wir denn? Da wollen wir hin? Nö, das sehe ich gar nicht mehr so ein, eigentlich. So, wir haben ja alles von der Karte weg, ja. Okay, gut. Naja, dann machen wir das mal. Ihr kennt das schon. Gleich gesteigt, steht da oben einer, macht hier Chim mit dem Messer hier und sowas, ne? Dachte ich mir. Ich hab sie! Wer ist das? Scheiße! Ich geb dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh, Gott sei Dank. Puh, einer geht, einer kommt. Ach, er. Der Wolfsmensch. Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du... sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. War da ein großer Drink. Ich versuche, heranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja. Ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Okay, aber wo war er denn jetzt davor, ganz ehrlich? Ah ja, jetzt ganz ehrlich mal, wo war er denn jetzt davor? Der hätte doch hier den anderen da ein bisschen da auch helfen können, oder nicht? Hä? Ich find sowas nicht toll. Ne, nö, ich bin eingeschnappt, ich mache jetzt das folgende Ende. Wisst ihr was? Ne, einfach so, standesgemäß, da ist einer jetzt so runtergefallen und der andere hat die Faulenz, ne, unser Wolfsmensch. Nee, da tue ich nicht. Also bis zum nächsten Mal. Ich geh erstmal abstinken. Ciao.